Hallo und herzlich willkommen zur ESL Frankfurt Community Qualifiers 2 im Game Maximum Tards gegen New Opening Parties bzw. EG-Man Plus Forever. Und diese Leute spielen ein Spiel von Dota und es werden sehr viele Oma-Witze kommen. Denn meine Oma kann besser spielen. Die Oma kann besser spielen. Dota spielen als ein Schaf. Das Schaf. Als das Schaf. Das hat auch der Testsieger bewiesen. Unabhängige Experten haben dies bestätigt. In der Tat. In der Tat. Ist ein can't touch us. Did it get low. Das just könnte play. Spaßig werden. Yeah. What is? Okay, ich werde hier ausgelacht für die Witze, die wir tun. Okay. Mau. Na gut, dann eben nicht. Dann sind wir professionell. Die lachen nicht über dich, Kai. Sie lachen mit dir. Sie lachen nicht über mich? Okay, gut, natürlich. Ja, die Bans sind Bans, wie man sie in einem Dota-Spiel vermuten würde. Der Pick jetzt auch. Gibt es noch irgendwas anderes? Okay, dieser Pick auch. Ja, warum bannt man Warrunner? Keine Ahnung. Das zum Beispiel. Brewmaster kann ich verstehen, wenn man Angst davor hat. Ja, klar. In der Mitte. Oder man plant einfach schon was in der Mitte zu spielen. Den Brewmaster zerstören würde. Wraith King. Oh, Wraith King. Das ist eine grüne Strategie. Ich bin nur grüne Heroes. Nur Heroes mit grünem Hintergrund und so weiter? Ja, ja, ja. Was können sie da noch picken? Ich guck mal gerade, was sie noch picken. Der Morphling komplett auf Agility gespielt. Lone Druid können sie spielen. Medusa können sie spielen. Ja. Nature's Prophet, Necrophos können sie spielen. Ja, All Carry, go. Pugna können sie spielen. Rubik, Rubik. Und Rubik natürlich, ja. Titan haben sie schon. Sie können noch Undying oder Treant Protector spielen. Ja, Venomancer oder Viper. Windranger ist langweilig. Können sie noch spielen? Alle. Alle Hände Prophet und Earth Spirit, aber den kann man natürlich nicht picken, leider. Enchantress? Leider, hast du gesagt. Du hast leider gesagt. Ja, der ist zu broken. Ja, genau, deshalb. Also, broken Spirit. Zum Glück nicht pickbar. Meine ich jetzt nur. Zum Glück nicht pickbar. Ja, okay. Okay. Juggernaut, Troll und Lion-Bann auf Seiten von MT, finde ich. Kein X-Bann. Okay. Keine X-Bann. Immer noch keine X-Bann. Oh, was hast du mit deinem X? X ist toll. Kann man durchaus spielen, die kann man auch zerstören, das ist gar kein Problem. Eingestellt, 2 Minuten. Attitude. Joa. Mal schauen, was sie hier im Maximum Tats hier auspacken. Bis jetzt haben sie sehr starke Supports. Ja, Skywrath Mage, keine Ahnung, spielt mir noch. Also ich wäre dafür, wenn Clockwork wiederkommt. Ja, das wäre schön, aber es tut dann nicht, keine Ahnung. Clockwork scaled mit beiden Supports sehr gut, mit Skywrath Mage, mit seinem Ulti, als auch mit Venge Ulti, falls sie gerettet werden muss. Kannst du aber auch als schön Clockwork als auch als Setup sogar benutzen. Swappt jemanden rein, ja? Ja, genau. Du guckst halt einfach gesehen, irgendwie in den Bäumen und jemand wird reingeswappt, einfach so, wups, weg. Gut. In die Cox rein. Ja. Das wäre natürlich auch mal ziemlich geil. Ach, next cool. Level. Ja, das Halbfinale, next level, go. Ja. Clockwork. GIF. Ja, oder halt Carry Cottle, wenn wir schon mal GIFs sind. Die Frage, welchen Hero Oma spielen wird. Hm. Ist das ein Oma-Held? Irgendwas OP ist? OP-Igis? Ja, auf jeden Fall ist das hier sehr lange Zeit. Haben wir jetzt auch nur noch Kors zu picken und... Oh, okay. Das hätte meine Oma schneller gepickt. Ja. Okay, die Synergie zwischen den drei Helden ist sehr gut. Oh, Invoker. Ja, kann schön Sunstrikes in die Krone setzen. Wait. Es ist doch... Also es ist sehr gut, nicht angenehm, aber es ist halt cool, weil, hey, man kann Oma-Witze machen. Weil also ich hoffe aktuell Oma noch, drin. dass OP... den Wrath King als Support spielt. Ja, das wäre schön. Wir haben den Wrath King jetzt schon zweimal von Team Tinker auf einem anderen Level allerdings gesehen, von Admiral Bulldog. Okay. Auch sehr interessant. Hat sogar bewiesen, dass der Held immer noch sehr gut spielt, weil er ist auch als Carry. Ja, aber du kannst ihn hier nicht als Support spielen. Du hast die Chrono, dafür ist er zu gut als Carry, wenn er halt einfach wieder aufsteht und die Chrono halt sinnlos ist. Beim ja, Support halt egal. Obwohl es auch toll ist. Für einen Support. Also ich finde ihn generell einen sehr starken Support. Ja.
Ist ähnlich wie Abaddon quasi, nur dass er keinen Stun hat, Abaddon. Steht auf, quasi einmal wieder auf. Oh, der Ex. Das ist ein Ex. X. X. Das war ein anderer Hero. Das. Müsste so ein Mischmasch machen aus Nix und X. So. Nakes. Nix. Nix. Oh nein, das ist. Ach, no, das ist Nix schlecht. Ja, früh gemerkt. Ich warte darauf, dass Can't Touch This irgendeinen Hero spielt, der schnell wegkommt. Muffling. Muffling ist der Can't Touch This Hero. Nein, oder sowas wie irgendwie Darkseer oder so. Naja, eigentlich, also deshalb wurde ja wahrscheinlich der Bann gemacht, wegen Can't Touch This für Juggernaut. Kannst du den Sound von dem Lied irgendwie auf YouTube suchen, an die Stelle spulen, damit es abrufbereit ist, falls es im Spiel funktioniert? Bitte tu's. Ich hab kein Soundboard. Also das wäre eigentlich so eine Idee. Ja, ich müsste das nicht so wie Coddle Guy. Ja, ich müsste es mal bauen, das ist nicht so viel Coding. Muss ich selber coden, auf Linux. ja, irgendwann mal, ja. Oh. Lich. Hast du nicht gesagt, jeder, immer wenn man Lich pickt, dann gewinnt man das Ganze? Ja, wenn Titan Ulti sitzt. Könnte schön werden. Ja. Außerdem halt schön in die Chrono. Kannst du halt quasi den. Also. Halt auch wenn Faces Void mal wieder eine Krone auf Mates macht und dann schön Bounce, Bounce, Bounce. Mal weg von Dota? Dem hin Blast von Invoker, also von dem Defeating Blast. Welchen Typ spielt man als Invoker? Spielt man Exalt Invoker hier gegen Void, oder? Wahrscheinlich nicht, ne. Also, ja, weiß nicht. Entweder haben sie ja gesagt, sie haben schon genug Teamfight, wenn man Exalt, weil wir Damage brauchen. Aber ich glaube, das wäre ein recht gutes Game eigentlich für einen Quas Vex. Weil du hast den Void, der nach der MP hat gar kein Mana mehr, für den Ulti hat. Ja, das ist geil, Venge. Du hast einen Axe, den du halt schnell wegtornadeln kannst und sowas. Ist halt, glaube ich, hier schon besser. Ist halt außerdem halt ein Axe, der auf einer Stelle steht. Ganz gut EMPen und dann hat er auch gar kein Mana mehr für so einen Cutting Blade. Mhm. Also ich glaube trotzdem Quas Vex. Das war eine überraschend seriöse Frage von dir. Ja, es tut mir leid auch für die Zuschauer, dass ich jetzt solche Dota-Themen aufwerfe. Ich mache aber direkt weiter. Wenn sie jetzt noch einen Beastmaster picken. Was? Ja. Und dann können sie richtig krass abgehen. Wofür brauchen sie denn einen Stun? Ach, doch nicht einen Stun, nee. Utility generell, Push ein bisschen. Hm. Dann könnte Invoker halt auf Exort gehen. Ach so. Ja. Aber erstmal ist er MT. Maximum Tarts, okay. Maximum. Sei kein Schaf. Sei eine Oma. So. Bist du etwa ein Lunatic? Ne, ein Lunatrix? Zeus. Ist Zeus der Testsieger? Nee, das Zeus ist der mit dem neuen Leben. Ich hab gedacht, das wären Katzen. Oder waren das sieben? Ja. Ja. Senseless Gaming. Hashtag. Lass es mal beim nächsten Alliance Game machen, das macht Please. Please. Dem Super Support Kacke. Kacke. Stay focused. Okay. Professionalism. Also, wir sind gerade in den Smite Semifinals. In Smite Semifinals. Das ist irgendwas von diesem LoL, von dem ich nichts verstehe. Smite ist das Dota Third Person, glaube ich. Es sieht alles irgendwie gleich aus, aber man weiß nie, auf welcher Lane man sich befindet. Medusa, die überhaupt nichts mit dem anderen Team zu tun hat. Warum picken sie für eine verfickte Medusa? Das kann funktionieren, das einzige Problem ist nur, dass Maximum Charts nach 20 Minuten komplett überrannt werden und Medusa bisher nichts hat. Aber Medusa? Kann man machen. Naja, sie haben halt jetzt eine Late-Game-Möglichkeit. Und haben halt ziemlich gutes Late-Game sogar. Ziemlich, ziemlich gutes Late-Game und Maximum Charts haben halt irgendwie im Late-Game halt nichts. Ja, aber sie hatten ja vorher auch nichts, also sie hätten auch jeden anderen Curry zünden können. Ja. Aber, das finde ich aber auch gut, dass
dadurch mein Lieblings-Wrath King, ja, er heißt Skeleton King, ich weiß, Support spielt. You know, Tatsache. Just play Support. Tatsache. Oder Medusa Support. Next Level. New Meta. Mit einer Wrath King Mitte. Level 1. Und, und so. Ja, wahrscheinlich. Steak Army. Steak Army, ja. Ich wollte es ihm auch schon sagen, verdammt. Das ist das Erste. FEGs gucken, FEGs gucken. Hard, Bayer, okay, nevermind. Sonst keine anderen da. Nur einer da? Ja, oben auf der anderen Seite. Dann haben wir einen Abaddon mit No Inscription. Okay. Okay. Es ist halt auch irgendwie cool, wenn wir halt. Ich glaube, das ist halt, ja. Das ist halt ganz cool, weil No Inscription ist halt wirklich No Inscription. Also, es ist halt. Wir haben eine Crystal Maiden noch. Was? Ja, oben. Da ja. Ach, weil der erst gespawnt ist, weil er nicht hingekommen ist, ne? Ja, ja, irgendwie. Ach, da unten. Oder ich hab's nicht hingeguckt. Troll ist langweilig. AQ. So, so. So Aqua. Oder so, vielleicht. Oder einfach nur, randomly auf die Tastatur gehauen. Du hattest eben noch einen anderen. Wo hast du den? Da unten. Aber dann oder nicht? Ja, aber nur der eine, oder? Ja. Okay. Ja, das ist sehr schade. Müssen mehr FEGs basteln. Hast du diese Eis-FEGs? Nö. Also keine Ahnung, ob ich sie habe, aber ich habe so eine Kanne gebaut. Wie bau sie. Die? Ja, es ist Eis und du musst Dinge machen, die mit Eis zusammenhängen und mit schlechtem Dinge ausdenken. Das ist alles so für die Leute, die zu viel Geld haben für so Tickets und so. Ich habe nicht so viel Geld für Tickets, dafür caste ich. Du castest also für Tickets? Ja, natürlich. Also es ist halt so ein gewisses Schwanzvergleich-Ding. Und je mehr Tickets du hast, desto länger ist halt deine Leiste oben mit den Tickets drin. Deshalb haben halt die Caste den längsten. Nein. Oh, Scheiße. Ja. Natürlich. Ja, nee, ist klar. Natürlich, hier Stream, hier Dota, hier, guck mal hier, da. Ich hab so und so viele Tickets, das heißt, mein Schwanz ist geht so lang. Aber es ist halt effektiv, weil die Wichtigen da dabei sind. Hier, dieses Tournament. Okay, nein, eigentlich sind keine wichtigen Tickets dabei. Hm. Aber irgendwann werde ich dieses MLG Pro League Ticket bekommen. Unbedingt. Innerhalb dieses Jahres. Shoutout to Join Dota. Gifts ist so ein MLG Ticket. Ja, keine Ahnung, ich wollte es casten, das war so. Ja, John Dutta macht das alleine. So, ah, okay, oder. Wer macht das denn? Mit wem kann ich reden? Ja, hast du Tobi in der Liste? Nein. Solltest ja, du mal mit Tobi. Du solltest vielleicht mal mit dem Testsieger reden. Ich weiß nicht, was der Testsieger da. Void ist der Testsieger, Mann. Ja, natürlich, ist schon klar. Aber ich weiß halt nicht, was der Testsieger da tun kann. Warum meint der Testsieger einen Penis auf die Map? Das gibt's ja nicht. Ich dachte, wir machen. Ich will Buletten. Ohne Scheiß. Schnauze. Die Oma. Die Oma soll, will Buletten. Soll die nicht machen eigentlich? Meistens. Go, go. Dodo. Oh, es geht los. Das ist ja schade. 2, 1. Ah, okay. Go. Ja. Der Invoker, der jetzt voll load geht, zusammen mit dem Basil, der meistens Epona malträtiert, zusammen mit Just Play Support, der Support Wraith King macht, sehr gut. Can Justice of Lich. Ich glaube doch sehr, dass Helden den Frost Blast touchen können. Ach, Chain Frost, verdammt. Den Chain Frost touchen können, deshalb ist der Name halt absolut nicht gut gegeben. Und Kami zuge der Letzte auf der Medusa, natürlich immer voll Karma ist, wenn sie halt vollkommen ausrastet mit dem Stolen Gaze und anfängt zu schreien. Ist halt nichts einfaches als calm zu bleiben, wenn so Snake Lady anschreit. Gut, ja, und die gehen in den Dschungel und machen Action hier mit dem Smoke. Und treffen auf den Testsieger. Und der Testsieger mit der patentierten Wegspringtechnik wird gleich entkommen. Sie treffen auf den Testsieger. Ja, siehst du, ganz einfach. Der Testsieger wird einfach weglaufen. Well played. Und Basil wird jetzt. Hat sogar geskillt. Time Walk. Ja. Oh, er dreht sich um. Interessanterweise. Der Testsieger hat die patentierte, ich mache nichts im Dingens. Okay, er kommt tatsächlich. Er kommt tatsächlich weg. Also der Testsieger wird jetzt halt darauf warten, dass Titan da einfach seinen denkt, dass er ihn bekommt, weil er Gash skillt. Und jetzt hast du einen Titan, der Gash skillt auf Level 1. Ist halt vollkommen useless. New Opern verloren. Ja. Lost. Sorry, gut. Stream zu Ende. Es war interessant. Es war interessant, aber GG. Ja. Ja, tut mir leid. Ist halt so. So, auf nein, den Seiten von MT haben wir ein X-Schaf. Ein X-Schaf, ja.
Aggressive Try, so wie es aussieht. Eine Vengeful Spirit, eine Oma als Vengeful Spirit. Lunatrix mit Trademark-Symbol, okay, das kenne ich bisher nur von dem Famous Player Träumer, auf dem Scarath Mage. Ja. Und stopp, 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 darfst du das vorstellen, wenn er einen neuen Last Hits hat? In Minute 20. Nein, nein, das ist ein deutsches Team. Ich habe keine Ahnung, was dieses Nines bedeutet. Das ist ein deutsches Nines. Team. Nein, nein, Nines. Nines. Der Testsieger hat es bestätigt auf der Faceless Void auf der Bottom Lane. Na gut, okay. Ja, der Testsieger, dann will ich zugucken. Ja. Stiftung Warentest bewiesen. Alpezin macht wirklich kann Ansatz wirklich die besser. Welt retten. In der Tat. In der Tat. So, das Schaf ist sehr aggressiv und das Schaf fängt sich jetzt erstmal einen Bolt, um danach nichts zu tun. Sehr gut. Und dann kommen random Stunts raus und alle paniken und laufen weg. Und Oma wird sterben. Nein. Doch. Batz! Oh, du hast recht, verdammt. Warum hast du recht? Weil ich immer recht habe. Die Oma stirbt. Warum stirbt die Oma? Es ist, die Omas sterben, weil in Deutschland einfach auf Senioren nicht genug Acht gegeben wird. Ja, das liegt nur an den Renten. In den kürzen, feinen Renten töten die Oma. Das gibt's ja, ohne Scheiß. Ich prangere das an. Was soll man machen? Selbst Dota kann das Sozialsystem in Deutschland nicht so weit changen, dass Omas akzeptiert werden. Ja, vor allem nicht auf einer Aggressive Tri-Lane. Ja, das siehst du, du musst ja wieder hinlaufen. Kann ich jemand mal eine G-Krücke geben, die muss so lange laufen? Kann ich nicht einen Rollator? Sollten wir Boots kaufen, Rollator kaufen. Oder ein TP. You know, Oma. Omas brauchen TP. Also ein TP ist auch ziemlich oldschool. Wieso weiß die Oma das nicht? Und hier kommen wieder. Kind hat sie, es kommt rein und call und tot. Sehr gut gemacht. Vor dem Schaf. Aber nein, die Oma holt sich den Lasset. Oh, die Oma. Auch im Alter kann man nicht aufhören, Lasset zu sneaken. Rache von der Oma. Für alte Zeiten. Felix, bist du eigentlich ein Testsieger und hast dein Ingame-Mikrofon aktiviert? Ja. Gut. Ja, aber du siehst es auch rechts, dass du so ein Symbol ist. Ja, wenn du mich so anprangerst, dann werde ich immer unsicher. Ah, okay, ja. Nee, das sollte absolut kein Anpranger sein, wenn du beim letzten Mal was halt auch so. Einfach nur eine random Kritik, ja. Nein, hast du nur gefragt. Einfach so. Was am Ende wieder ist und es ist nichts, dann bist du ein Rebroadcast, dann bist du nicht drauf und dann nervt das und dann alles kaputt. Ja, wegen dir. Ja, stimmt. Okay, schauen wir uns mal die Last jetzt an. Wir haben den Tidehunter auf Basil auf Bottom Lane, der trotz Gush Level 1 seit irgendwie Top Farmer ist. Ja, easy. Immer. Aber oben diven sie halt Leuten hinterher. Das kann ich verstehen. Late King hinterher. Aber Basil, er weiß, was er kann unten. Da kann auch ein Testsieger nichts tun dagegen. Ja, der Testsieger ist halt. Also, der hat schon viele Tests gesiegt. Ist halt. Der weiß, wie man Void spielt. Tja, die Oma und das Schaf. Eine herzzerreißende Liebesgeschichte auf dieser Top-Lane. Außerdem. Finde ich auch cool, wenn Ventual Spirit Sean oder so heißen würde. Sean das Schaf, ja. Sean und das Schaf. Vielleicht heißt ja die Oma Sean. Okay, nennen wir sie Sean von Anfang an. Okay, Sean. Sean? Nee, wir nennen Sean das Schaf. Also. Wir können Sean Sean nennen. Ja, Sean. Sean, das Schaf. Ja. Ein bisschen zu viel. Nein, wieso gewinnt ein Zeus in der Mitte gegen Invoker? Was ist da los? Ja, was soll denn Invoker tun? Kann doch nichts. Außer sterben. Easy. Das war einfach easy, genau. Okay. Das ist auch das, was ich mir gedacht habe, so easy. Schöner Frostblast hier auf das Schaf, dass er nicht rankam für den Call. Schön gemacht. Ja, aber naja, Zeus hat halt Harris und Invoker hat nicht genug Regen. Das ist halt einfach das Ding. Und Quas wächst, was soll ich sagen? Der Titan, der wird auf der Offlane in Rekordzeit Level 6. Das ist keine guten Nachrichten für einen Testsieger. Ja, warum ist der Testsieger ein Level hinter dem Titan da? Vielleicht, weil er keine Last jetzt holt? Oh, das ist schlecht. Inkas Mesh 2 OP. Aber naja, ist es halt auch. Wurde genervt, aber nicht genervt genug. Inkas Mesh Range muss minus 5 sein. Vielleicht lernt der Testsieger daraus. Meinst du, der Testsieger noch kann noch lernen? Er ist zwar ein Testsieger, aber... Ja. Jede Statistik lernt. Ach, du meinst, im nächsten Jahr sieht das anders aus. Wenn die beiden Teams wieder aufeinandertreffen, dann wird der Tidehunter von Testsieger gespielt. Ah. Ja, so läuft das. Warum hat er den Creeper unten jetzt gekauft und nicht den anderen? Oh, Tidehunter ist ja schon Level 6. Verwirrt mich. Ja, der Testsieger wird halt sowieso einfach jede Ravage dodgen. Und dann passiert oben Dinge. Nämlich nichts. Haste of Zeus. Ace of Zeus. Dum, 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 dum. Over 9000 Speed.
Drum, 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 drum. Und er macht nichts. Schade. Macht nichts. Willkommen damit. Zum Sport. Auf der Bottom Lane mit Basil und der Testsieger von der Grüben. Ein ganzes Level über den Voker. Tja. Und jetzt kommt der Nimitz. Er hat jetzt genug Mana, um ihn zu zerstören. Ja, und Dimitris kommt halt einfach rein. Den Voker geht auf die Bottom Lane. Hat sich gezeigt und stirbt. Batz. Und kann leider nichts tun. Außer Ghostwalk aktivieren. Aber. Too much Panic. Ja, hätte er schon. Ja, er wollte das Ulti nicht zünden dafür, aber. Sonst wäre ja, dein Burger eventuell weggekommen. Nicht. Ah, nee. Er hätte, ich weiß nicht, er hätte wegkommen können. Das Problem wäre halt dann, käme halt der erste Bolt und dann. Ja, nee, hätte nicht wegkommen können. Hätte nicht wegkommen können, das war absolute Waste, aber. Hey, ist toll, du bist in Führung, du hast deine Lane gewonnen. Und nee, der ist. Titan doch, zerstört. Was willst du? Tight. Ja. Oh, damn Reactions. Ja. Weiß nicht, der nächste Bolt kann noch sitzen. Oh, ganz klar. Wie viel Range hat das da oben rum? Okay, nur 325, das war sehr, sehr knapp, ja. Aber ich würde es übrigens Bullshit nennen, dass er ohne das Ulti weggekommen, also mit dem Ulti weggekommen wäre. Das ist ja Quatsch. Weil was, was mit dem Ulti weggekommen wäre? Hier unten, du hast gesagt, dass er sein Ulti verschwendet hat, Zeus. Nein. Oder nicht? Also, natürlich hat er es verschwendet. Warum? War er Invis? Ja, natürlich, er hat den Ghostwalk rausgeholt. Oh, also es halt wäre ein Lightning Bolt also gewesen. Ach, halt die Fresse. Das ist so ein Topi. Oh Mann. Got to love. Ja. Und Kami ist jetzt mal gesilenced. Nee, irgendwie hauen sie halt ihre Spells drauf und dann geht die Medusa zurück und lebt. Ist halt. Und sie kann halt farmen, ne? Und Ex kann halt irgendwie nicht farmen. Komisch. Kurzer männlicher Schrei. Und jetzt wird er in die Mitte gegangen. Das ist ein Schaf. Was willst du tun? Ja, aber sie wird jetzt mal in die Mitte holen. Ohne Ravage, aber damit mit einem Gush. Und Nines hat keine Lust zu gehen. Okay. Das stinkt. Warum stirbt Nines hier? Das macht keinen Sinn, dass er da stirbt. Er ist halt einfach stehen geblieben. Hat gesagt, can't touch this. Und dann ist halt kein Herzens vorbeigekommen und hat ihn getötet. Ohne Musik ist kein Touches einfach nicht witzig. Ich hab keine Musik. Riot, instant, Twitch-Chat, please. Ja, ich. Keine Ahnung. Morgen caste ich nicht, morgen kann ich mit dem Soundboard basteln. Tu's. Ja, irgendwie schon, ne? Eigentlich. Ja. Ich glaube, die linke hat eigentlich immer frei. Was ist, wenn du im nächsten Game. Das nächste Game cast ist und jemand joint die Lobby, der Can't Touches heißt, und dann kannst du sagen, da habe ich ein Soundboard für. Wenn New Op hier das gewinnt und dann halt einfach. Aber naja, so wie die Oma gerade spielt. So. Doch. Ja, Tatsache. Die Oma baitet. Easy Bait. Easy Bait von der Oma. Sehr gut. Na gut, okay. Ja, wenn Can't Touches hier gewinnt, was gerade nicht so. Keine Ahnung, kann auch werden. Dann brauche ich das definitiv für morgen. Ich sollte Tag und Nacht arbeiten, damit ich das Soundboard hinbekomme. Das Problem ist, ich brauche dafür erstmal Buttons. Ich muss erstmal zu meinem Favorite Elektronikladen gehen und mir Buttons kaufen. Dann muss ich die zusammenlöten, dann muss ich auf eine Platine machen. Dann muss ich die verassen Widerstände, Kai. Muss ich die Debounce Time errichten. Das ist alles ein Elektronik. Das ist der Sonne. Sei kein Schaf. Sei kein Schaf. Aber, ja gut, er ist schon scharf. Runetrix ist ein bisschen problematisch dort, besonders mit dem Ward, der ihn halt sieht, ne? Aber, ja gut, kann sie haben schon Sniperino. Range ist da. Na, kein Sniperino. Doch, geht wieder zurück. Doch, kein Sniperino. Das Schaf ist aber auch ein Schaf. Und hat sich sicheren Lassitz zu holen. Wo ist der ein bisschen Time? Mitte, Nines ist tot. Nines ist tot. In die Ecke gedrängt, aber da kommt das Schaf rein. Schöner Call. Den ersten Chopper Chop. Und den zweiten Chopper Chop kriegt er nichts hin, weil er keinen Call hat. Oder nevermind. Er geht halt einfach hin und spinnt. Na gut. Das Schaf könnte eigentlich noch Get Low angreifen, aber nein. Better safe than sorry, hat 1500 Gold und so bewegt sie seinen Blinkdagger, hat aber tatsächlich irgendwie doch recht wenig Geld dafür, dass er mit der Botlane so viel gut klarkam. Wir lassen halt den Testsieger alleine unten. Ja. Das ist bei einem Void, ist immer undankbar im Late Game. Zumindest im Midgame, sagen wir Midgame. Ja, aber so viel hat der Testsieger auch wieder nicht. Testsieger könnte jetzt.
Ja. Time Walk Away. Easy. Korrekt. Aber 10 Minuten hat immer noch keine Mom. Hat halt Power Jets, okay, aber immer noch keine Mom. Auch eine Mom. Wieder ohne Midas Gaming, das ist sehr schön. Tja, Double Damage Rune auf dem X, was auch schön ist. Für das Schaf natürlich. Ich weiß nicht, ich glaube, das Schaf sollte sich einfach ein bisschen scheren und dann hat er das genügend Gold für ein Blinkding. Andererseits, wie hoch sind die, sind die Wollepreise? Gerade nicht so wirklich, oder? Nee. Hm. Na dann. Kriegt auf jeden Fall ein Blinkding ein. Ich sag mal, ausreichend früh. Ja, ausreichend früh Lucky für ein X ist 6, 7 Minuten. Na, Drylane mit 3 Kills und allen Last-Hits. Na klar. Ich wurde eben in dem Spiel für zu viel Kritik geflamed und jetzt kommt das sowas. Hast du da Kritik? Nein. Doch, eigentlich schon. Ja. So, das Schaf kommt hier hin und Kami ist tot. Schön gemacht. Well played. Chopper Chop Chop. Und jetzt kommt der Chain Touch. Kein Touch ist. Touched, aber alles. Chopper Chop. Nächstes ist das Schaf. Nächste Chuck. Chopper Chop. Triple Kill. Easy Schaf. Easy Schaf. Tja, das Schaf hat dem Schlechter gezeigt, wie es geht. Hat eine riesige Axt in die Hände genommen. Und Void, der Testsieger. Void, der Testsieger dann. Oh, Mitte. Mitte Chrono. Hat der Testsieger die patentierte Chrono-Technologie ausgepackt. Die Zeit mit dem patentierten Chrono-Träger angehalten. Das ist seine Mom. Das ist meine Mom. Ah, das ist seine Mom. Oh, das DP von Medusa rein in der Situation. Ja. Ich dachte, hat sie Glück gehabt, dass die anderen das. Oh, die aber das Schaf hat doch gesehen. Das Schaf hat doch gesehen, dass diese alleine war. Und das Schaf hat. Im Moment ein bisschen zu cool, kriegt seinen Blinkdagger gerade geliefert. Und hat ja, noch 1200 Gold noch drauf. Ja. Ja, der hat halt einen Triple Kill bekommen. Easy peasy. Easy peasy, ja. Ja, der Testsieger ist ja tatsächlich auch jetzt ein Last-Sieger, ne? Solange mein Lieblingssupport nicht Level 6 ist mit Rex King. Können sie da auch nicht aggressiver spielen? Ja, was soll denn Level 6 zweimal sterben? Ne, er stirbt nicht zweimal. Einmal. Oh, guck mal, zwei fast. Ja, doch, da kommt es dann. Na gut, einmal stirbt er halt jetzt, das reicht ja. So, zack. Ja, da ist die als Kami. Oh, und da gibt es gleich einen Chopper Chop. Oh, Kantastu ist schön rein. Mehr Spins. Aber, oh, muss er sich umdrehen? Chopper Chop? Nein, nicht Chopper Chop. Jetzt kommt aber das Ulti von Zeus. Ja, Ravage ist auch noch drin. Schöne Ravage. Und jetzt geht Lowdown, kann alles clean. Das ist schön. Das Schaf versucht hier wegzukommen. Kann nochmal botteln. Ja, und kann blinken. Blinken. Oh, jetzt verpeilt. Hätte er verblinken sollen, aber nein. Ist er nicht geblinkt. Zeus der kriegt Buyback von Kill Zeus nur, um seinen Ulti noch zu zünden. Das war ein Fehler. Und erstmal Pause. Ah, ein absoluter Fehler. Buyback für den Ulti. Was hat er damit bekommen, ne? Nichts. Lich. Wow. Wow. Nichts. Wow. Ja, und hat nicht mein TP. Ein TP auf Gold, dann kann ich mir direkt hochkommen. Das beste Video. Wow! Kannst du das Video irgendwann mal pasten? Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Was? Ich kenne die Wows von LD, aber... Wir scheißen jetzt auf den Stream, ich muss jetzt... Gut. Wie hast du denn alle Dota-WTF-Moments geguckt? Und hast du auch Sigmas Shittiest Digests? Nee, das nicht. Das musst du gucken. Die WTF-Moments sind ultra geil. Aber Nigmas Shitty Digest ist auch super. Ist sehr toll. Er hat jetzt ein neues Video gemacht hier mit ESL Frankfurt. Also ich hab's. Neu. Ich hab's, ich schick's dir. Okay. Na komm. Ja, ja. Klick nach da oben. Nein, nicht im Steam Player. Hm. Was reden die? Moment, ich muss ganz kurz mal. Hat jemand was geschrieben? Ach nein. Ja. Das ist nicht geschrieben, okay. Moment, ich hatte ja irgendwo mal. Hinzufügen Fensteraufnahme Firefox. Da. Ich habe keinen Sound da drin, egal. Du, der Sound ist so ziemlich das Wesentliche an diesem Video. Ich
Wow! Oh, die fuck. So geil das Video. Naja, back to Dodo. Ja, man kann es ja immer wieder angucken. Wow, wow. So. War der Buyback von Zeus notwendig, Dota, sinnvoll? Deine Meinung dazu? Dota. Was ist hier gerade los? Dota? Dota. Wo sind wir? Wir sind in den Semifinals von Smite immer noch. Das heißt, wir müssen das in der Spectator-Methode machen. What the fuck? Ich spiel's jetzt in der Spectator-Variante. Tidehunter. Wow. Wow. Mann. Oh Mann, hab ich gerade einen Spaß. Zu viel. Ah, er dreht sich zu schnell, ich kann meinen Spectator kann man nicht hinter ihm bewegen. Ist der nackt da unten? Ja. Wow, wow. Wow, wow. Dinge passieren bestimmt, ich muss zurück. So, da. Basil nimmt sich einen Ancient Sack, der Tidehunter. Das gefällt ihm. Das stimmt. Stimmt. Basil! MT kann sich jetzt so langsam mal darauf fokussieren, die Teamfights auch einzugehen. Und die T1 zu nehmen. Damit vor allem mal die Supports ein bisschen was bekommen, die haben ja gar nichts. Meinung, das ist die Meinung des Testsiegers. Guck mal hier. Ich glaube, es ist ein Surround. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, die Oma hat gerade Surround. Wow! Oh nein. Wunderschönes Ulti von der Medusa. Ja, vor allem, weil der Testsieger da wieder rausgeht, weil er seine Mom nicht getriggert hat. Tja. Ups. Und tot von Scarlet Mage. Ja, aber die Mistakes were made. Mistakes were made. Der könnte jetzt halt seine Threads switchen und einfach wegspringen. Oder in der aber EMP bleiben. Das ist auch eine gute Idee immer. Grundsätzlich. Oh, sie haben da unten keinen Tower. Das wird bitter. Nächstes Support. Oma geht jetzt noch down. Chain Frost mit 2 AP. Okay. Kann man halt auch mit farmen. Aber jetzt. Oh, der Call of 3. Chopper Chop. Chopper Chop. Chop, 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 Chop. Nicht genug Mana für einen. Nein, du kannst doch nicht. Bottle Charge ist. Nein! What have you done? Okay, der Testsieger ist für mich reported. Testsieger report, no chopper job. Ja, please, all viewer, Testsieger report. Och, Mann. Wow. Das arme Schaf. Und 15 Minuten Vanguard für Echsen. Na gut. 7-1-2. So ein ja, Schaf. Dieser Korb ist ziemlich geil. We feel swag, we feel swag. Guck dir das mal an. Er sagt sich einfach YOLO und geht da rein. Ja. Oh. Was für ein Testsieger. Sei kein Schaf, komm. Zum Glück sind wir wie Solo-Casters, denn wenn du was schreibst, kann sie jeder Caster lesen. Ja. Okay. Was haben wir? Der Testsieger hat die patentierte 102 Last-Hit-Strategie, 103 Last-Hit-Strategie und ist sehr stark im Farm. Kriegt damit auch fast so viel Net Worth wie der Ace raus, der da. Welches Item empfehlen die unabhängigen Experten in diesem Fall für den Testsieger? Alpin 7. ja, nee. More Attack Speeds, gleich more Time Blocks, gleich more Win. Equals gleich more Win. Ja. Ja, Nunatrix hat hier ein Wort gefunden. Wow! Wow! Micro, wow. Wow. Ah, er hat mich gehört. Ah, Autotake, wow. Ja, die Zeus. Mal gucken, ob die Silos hier baiten werden. Der Testsieger bekommt... Wenn gleich eine Ravage auf die Silos werfen, bestimmt. In der Tat, Maelstrom. Ja. Oh, die Oma kriegt auch was. Die Oma kriegt? Die Oma kriegt einen Orden. In Weltkriegsorden kriegt die Oma. Ja, damals. Klischeehaft.
Ja, ultra klischeehaft. Medallion of Courage. Das ist ein. Medallion of Courage sollte eigentlich ein Medal of Honor sein, oder? Ja, doch, Medal of Honor ist das, ne? Von mir aus. Von mir aus. Und ein schöner Swap von der Oma. Und das dann und. Global Ult benutzt für. Wow. Too strong? Wow. 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 Too strong. Und da läuft er einfach weg. Wow. Und das Schaf Creeps gibt, natürlich. Wie ein Wettbewerb. Okay, jetzt nochmal was, was Just Play Support richtig macht auf Wraith King. Als Support skillt man keinen Mortal Strike hoch. Genau, Community. Ja, stimmt das. Ja, ja, einfach. Wobei, doch einmal könnte man es doch machen, oder? Nein. Die Critical Chance. Wir sind 15%. Nein. Also als Wraith King stehst du halt auch drin und haust manchmal. Ja, man sieht das. Oh, das Schaf mit Triple Mud Golems, ne, Double Mud Golems und leider verstanden. Oh, und da kommt die Ravage, huge Ravage und die Chrono, huge Chrono und der Swap raus von der Oma und der Testsieger und holt es. Oh, der Testsieger. Das war grad schaffen. Wow, wow von das Oma. War ein Wow, ja, und das Schaf kommt rein und verkackt es leider. Weil sie halt keine Vision haben, natürlich. Und da kommt es raus, aber der Chopper-Chop, keine Mana. Das ist bitter. Ist in den EMP gelaufen. Läuft jetzt nicht so schlecht für MT gerade. Ja, Maximum Retard. Maximum Tart. Hallo, das ist Spice. Hallo, komisch. Kann sich einfach beleidigen. Ja, das stimmt. Maximum Tart. Also, ja, Retard ist ja kein Beleidigen. Nein? Wenn es Leute als Beleidigung benutzen. Ja, gut, das halt ist alle Leute im Pub halt, alle. Ja, deshalb werde ich es halt nicht benutzen. Okay. Das war der Grund, warum ich den Stream angefangen habe, weil die Leute so scheiße sind in Dota. Und ich halt. Was? Ja. Tschüss. Nein, nicht hier. Report, Freundin. wo liegt der Schlüssel zum Erfolg von UOP? Alpecin auf Testsieger, ganz klar. Mit dem patentierten Mjolnir. Der empfiehlt es ja selber, von daher. Ja, der Testsieger empfiehlt halt könnte selber. Könnte die Medusa da vielleicht irgendwas bringen? Ja, Feed. More Feed? Oder okay, Feed, ja. Feed von MT? Also Testsieger hat tatsächlich, obwohl er am Anfang gegen den Titan doch etwas verloren hat, Zilane, er ist halt zurückgekommen und hat die Kills geholt. Und das ist für mich ein Punkt. Zeus hat halt den Damage raus und ansonsten findet das Schaf halt einfach die richtigen Calls. Und das würde ich sagen, ist warum New OP gerade nicht so OP sind. Den Vorteil, den sie noch haben, ist, dass MT den... die Fights gar nicht so ja, provoziert im Moment. Und ja. Im Late Game sehe ich ja, klar einen Vorteil für New OP. Ja, irgendwie hat MT gerade keinen Plan. Wir sollten halt einfach mal irgendwie einen Go machen irgendwo hin. Anstattdessen wird das Schaf irgendwo gefunden und dann turnen sie super und machen Dinge, aber keine Ahnung. Sie könnten es halt auch so machen. Wenn sie jetzt einfach groupen mit der Chrono. Ich meine, Ravage ist immer noch down, ne? Wir haben Ravage down und der Rest der Ultis ist ab. Das heißt, MT muss eigentlich jetzt fighten. Sie haben sogar dem Testsieger unten den Tower gegeben, obwohl Medusa ihn easy hätte. Naja, sie hat versucht zu denyen. Von der zwei Schüsse und der Testsieger dann einfach. Ja, gut, Outplay. Ist halt ein Testsieger, ne? Ist klar. Ja, auf der Toplane, TB weg. Ja, MT macht nichts in der Testsieger, auch mit der Double Damage Rune. Sagt jetzt, nö, ich push jetzt nicht den Mid Tower zusammen. Mit der Double Damage Rune in der Krone online. Weiß ich nicht, ob ich das machen muss. Also, ja, sie haben jetzt wirklich gerade keinen Plan. Also, sie haben jetzt einen Smoke Gank gemacht, okay. Also, suchen sie auf jeden Fall. Aber. Gibt's auch keinen zweiten? Nee. Ich will jetzt mal die Grafen angucken. Die Grafen sagen, dass MT vorne ist, okay. Das. Das ist eine Neuigkeit. Ja. Ja. Ja, ist ja der Farm, der nicht so rauskommt. Axe und Voice sind halt weit vorne, aber Medusa ist immer noch da und der Testsieger kriegt jetzt ein Problem. Muss jetzt ab und zu mal Zeus Ult. Jump irgendwo hin, kriegt jetzt voll die Ravage in die Klasse. Hat die Ravage natürlich gebacktrackt, aber Ich bin absolut nicht überzeugt von dem Testsieger, dass er halt nicht irgendwie nicht einfach so in die Wurz gesprungen ist, da wo ihn niemand bekommt. Hat er ja Mana dafür? Er ist gesprungen und er ist von hier nach hier gesprungen. Das ist so. Okay. Oh, jetzt kann ich natürlich wieder ein bisschen böse sein und ein bisschen viel Kritik anbringen, aber unabhängige Experten haben bei Dota bestätigt, dass man in der Regel auch ein TP haben sollte. Er hat ein TP jetzt benutzt und die Ravage hat ihn abgebrochen. Na gut. Das war der Punkt. Der Punkt war halt nur, dass er halt einfach so, er ist halt quasi zwei Fußbreit nach unten gejumpt
Und ja, es hat dann ist dann oh, der Kurier. Top. Einfach tippiert. Job! Chopper Job. Nein. Das ist zum Beispiel eine Sache, die im nächsten Patch bestimmt gefixt wird. Ich glaube nicht. Ja, für die also, Fans halt nicht, aber für das ist ein Feature. Seriously. Und wie oft kommt es vor, dass Ex einen Kurier Chopper Jobbt? Öfters, ja. In jedem Spiel? Ist. Oh, vierfach TPs und insgesamt fünffach TPs. Überleg dir mal, als Invoker stehst du da und auf einmal siehst du vier TPs auf dich zukommen. Und dann sagst du, okay, ich TP einfach raus. Ja, TP raus. Und dann kommt einfach wow, zu 400 Gold, wow. Guter Trade. Guter Trade, ja. Also wenn es sonst nichts weiter ist, Aches jetzt mit dem BKB. Ist nötig, leider. Aber ein Ärgernis wäre trotzdem cooler gewesen. Ja, Top Tower ist weg. Mitte Tower sollten sie jetzt einfach nur tun, weil die Ravages sind immer noch down. Und das könnten sie jetzt einfach hingehen und diesen Tower pushen. Aber sie lassen der Medusa viel Raum zum Farmen. Das auch, ja. Aber sie tun halt noch nichts. Und halt, das Einzige, was Invoker tun kann mit dem Orchid, ist halt Kills holen. Und sie lassen es ihnen. Der Testsieger läuft alleine rum und sie kriegen halt nichts gebacken, außer dass der Testsieger jetzt stirbt. Das jetzt müsste halt der Testsieger zum Beispiel wissen, dass irgendwas los ist, weil die Creeps gerade vom Ghostwalkers laut wurden. Was, wurden sie? Ja, wurden sie. Ja, das war aber hinter ihnen. Das ist halt... Kann man sehen. Ah, ja, null Mana. Halt null Mana tot. Es ist halt sehr, sehr schade, dass halt sich MT so outplayen lassen. Finden jetzt hier in der Mitte natürlich Invoker. Von daher kriegen sie den Trade weg? Raus. Invoker geht. Warum lebt der noch? Tja. Aber. Der juckt. Und er haut jetzt einfach. Der kann ihn auch einfach töten. Ah, finally was anderes invoked. Well played. Also, das ist die Backtrack gerade. Das ist gerade nicht so gut. Naja. Aber dafür sterben halt auch alle von Job. Also, jetzt ja, weil es zu lange gedauert hat. Weil es zu lange gedauert hat. Tidehunter einfach raus. Einfach raus. Ah, genauso macht man das. Er blinkt die haben in Pink sieht das die TP. Medusa bekommen, das habe ich gerade nicht mitbekommen. Ja, ja, so haben wir in der Mitte halt den Medusa auf Go gemacht. Dann haben sie den Chopper Chop gemacht und es wird im Movement-Speed halt irgendwie in 2 Sekunden nach unten gekommen. Tja, aber das... Na gut, keine Ahnung. Zeus, Lightning World hierhin. Okay, ich sehe, dass er wegtippiert. Ich kann nichts dagegen tun. Ich blinke neben ihn. Damit ich für 10 Sekunden in den Bäumen gestanden bin. Okay. Okay. The little things. Das macht dann mein Lieblings-Support. Ja, Max Clarity. Das ist immer gut. 24 Minuten hin. Lich hat nach 24 Minuten noch keinen Mecha. Naja, ist 2-5. Ja, 2-5-3 eng. Ja, ja, vom Gegnerteam spielt eine Oma. Hallo. Ja. Das ist jetzt schon ein Oma-Draft, den sie da auf der Hand haben, oder? Die Oma geht auf Drums. Boah. Eine Tanky-Oma. Darf man das zu einer deutschen Oma sagen, dass sie Tanky ist? Weiß nicht. Ich hab's getan. Deal with it. Deal with it. Ja. Aber Drums ist halt relativ gut auf Vengeful Spirit. Gibt ihm halt sowohl die Agility zum Damage machen, sowohl ein bisschen Life, als auch halt Movement Speed für alle. Und den Mana-Pool dazu. Und muss die Drums halten. Und die Drums ist halt... Drums finde ich total unterschätzt. Ja, Value-Item. Das Problem ist halt nur, dass die meisten... Du pickst halt meistens als Carry-Up, was halt ziemlich gut ist. Und als Support kostet es vielleicht ein bisschen viel, aber der Carry wirft es halt irgendwie nach 20 Minuten weg. Und dann hast du halt keine... Das Schöne ist bei den Supports, es ist ein Item, was aus vielen kleineren Items besteht. Ja. Ne? Und das ist immer gut. Das zeichnet Item immer aus. Deswegen, ich sag mal, viele Caster oder auch Gamer... kritisieren, dass zum Beispiel ein Radiance nur aus 2 Items besteht und aus 2 teuren Recipe und halt den das Damage-Gedöns da. Wurde halt bisher relativ wenig gepickt und seitdem der Damage auf 50 hochgeskillt wurde, wird es wieder vermehrt gespielt. Würde es aus 2-3 Items bestehen, also aus vielleicht aus 3 oder 4 Items bestehen, würde es halt noch viel öfter gespielt werden. Ja, aber das wäre immer. Also gerade der Punkt. Nicht, wenn der zum Beispiel die Damage nicht auf 50, sondern wie vorher auf, weiß nicht, 40 oder vielleicht sogar nur 35 scalen würde. Ja, gut, vielleicht. Aber das ist eine Sache vom nächsten Patch vielleicht. Im Radiance ist halt einfach, dass du halt ein großes Item kaufen musst und damit halt irgendwo farmen musst und es halt greedy wird, weil du halt so viel Gold drin hast. Zu teuer. 3,8. Nee, das ist vollkommen balanced. Also noch früher... Irgendwie ja, sie haben es jetzt gebalanced dadurch, dass die den aufgrund der hohen Kosten die Damage erhöht haben auf 50. Ich glaube, es ist 50. Bin nicht ganz sicher gerade. Ich glaube schon. Das ist schon ewig her, oder? Nee.
Gut, ich habe jetzt auch keine Lust, das nachzugucken. Sehr gut. Whatever. Okay. Ist eh kein Oma-Item. Wir schauen uns aber erstmal das Schaf an, was kein Call macht. Okay. Das wollte ja einfach keinen Call machen. Wenn das Schaf das Acker nimmst vor der 30. Minute hat, dann können es noch viel Spaß damit haben. Mit dem restlichen Spielverlauf. Oh ja. Testsieger kriegt viel Space gerade oben. Das Problem ist aber, wir haben halt schon recht tankige Helden alle. Also New Op, dass halt niemand den mal kurz shoppen kannst. Selbst Lich hat irgendwie 800 Armor. 800 Leben. 800 Armor. Ja, und hat irgendwie 1000 Armor. Gut, wenn das Mana-Shield von der Medusa runter ist, geht das. Mein Lieblingssupport ist halt da ein Value-Pick gewesen. Lich dürfte auch relativ früh sterben und dann hat er den Voker als nächstes. Muss dann gucken. Wenn hier Chrono halt sitzt, aber ja, ja. MT weit halt nicht wirklich. Finden hier Get Low. Und der kriegt sich das erste wieder raus. Testige wow. Bekommt jetzt ein BKB. Wow. Das ist ein Unlock, das ist ja der für beide Supports. Oh Mann. Dann hilft doch die Drops nicht. Was tun MT da? Die haben so einen Vorteil. Also können. Einfach zu faul zum Pushen oder was? Pushen jetzt hier oben ein bisschen, aber zwei oben, zwei unten und einer in der Mitte. Das ist halt so. Warum tun sie das? Warum gewinnen sie nicht einfach? Und jetzt gehen sie zurück, sehr gut. Medusa skippt das Manta und geht direkt auf den. Na gut, noch hat sie die Möglichkeit, nicht direkt auf Skadi zu gehen, sondern erst noch einen Manta-Style zu bauen. Ja. Und in den Fights so ein bisschen besser dazustehen. Grundsätzlich will sie ja nicht fighten. Aber sie tut's trotzdem. 1, 2, 3 aktuell. KDA. Ich weiß nicht, aber ein Defu wäre eigentlich schon. Ein Manta wäre halt schon ganz cool. Weil du kannst ja das Estrus hier runterbrechen. Manta ist immer gut. Endstück aber sie hat grad. Ja, geskippt, indem sie einfach noch ein Ultimate auch gekauft hat. Kann man jetzt das Manta noch kaufen? Hat sie keinen Buyback. Ja, weiß nicht. Ein Walker guckt mal unten, ob er jemanden findet. Ist halt schon ein Problem, sein Invoker. Denn MT machen halt gerade nichts anderes, außer Farmen auf der Map. Und sie machen halt gerade nichts, wirklich. Und den Invoker zerstört sie damit halt. Und ich sehe geguckt, wo sie sind, ja. War dann da, da ist der Invoker. Gehen sie mal holen. Und ja. Ja, sie haben halt außer dem Bolt keine Detection. Also alle 6 Sekunden 300 Range Detection. 700 Range Detection, 300 Range Damage. Ah, ja, okay, nice. Ja, habe ich eben auch. 750, krass. Ja, das wurde auch ein bisschen gebufft halt. Also, ich glaube, der war vorhin bei 600 oder so. Aber trotzdem, MT machen nichts. Guck mal hier, wo sie wieder stehen. In der Mitte steht das Schaf alleine. Und sie haben halt alle Ultis ab und sie tun einfach gar nichts. Ihnen fehlt ein bisschen die Idee und mit Minute, die vergeht, die Idee ist Chrono einfach. Die patentierte Chrono-Technologie vom Testsieger auf den Gegner zu bringen. Ist doch nicht so schwer. Hier, guck mal hier. Gehst du auf Kami, tötest du jetzt einfach. Kami tötet. Kami hat jetzt mittlerweile sogar ein Eye of Skadi schon. Ja. Ohne Buyback. Das ist schwierig, aber es ist halt auch niemand da. Sie sehen ihn, oder? Ja, das Schaf ist jetzt Invis. Oh, das ist huge, dass sie den Call da raus haben. Das ist huge. Und jetzt kommt das Schaf rein. Und einen schönen Call auf beide. Ein Invis-Schaf. Wunderschön. Aber jetzt muss er die Chrono setzen. Ja, shit. Denn er ist nämlich jetzt gleich tot. Deshalb muss er halt die Chrono setzen. Oh, und es hilft alles nichts. Alles gut. Und Call of 4 natürlich. Chopper Chop. Ah, Kami. Chopper Chop. Gerade so noch mit dem Aghanim. Ja, Aghanim's Chop. Ja. Sie kriegen ihn nicht tot. Könnte aber trotzdem. Nein. Ja. Der Testsieger überlebt das Ganze noch. Da kommt ein anderer. Backdeck. Oh, nein. Und wieder ein Call of 3. Okay, nicht ganz Chopper Chop. Was zum Heck? Und überlebt das? Sollte nicht. Holy crap. Nee, sollte nicht. Nein, doch, wird er nicht. Der überlebt das. Der überlebt das. Nein, der überlebt er das. Nicht. Jukes. Oh, das Jukes. Schaff. Holy shit. Wow. Was für ein Fight Recap. Holy shit. Ja, und das New Op da mehr Geld rausbekommen haben. Okay. Aber gut, ja, nee. Ja. Auch immer sie da mehr Geld rausbekommen haben. Ah. Ja, aber das war jetzt nicht so ein guter Fight. Weil gut, in der Regel sind. So in den Standardspielen ist das Spiel immer so rum, wenn Aix, Blinkdagger, BKB und Aghanim's hat und ein Vanguard. Naja, sonst soll keine Bots gut, als nächstes, oder? Meinst du? Nee. Ja. Die Bottle kann auch austauschen. So Blade Mail oder so geht auch immer.
Nee, ich glaube, da kommt jetzt erstmal mit dem Vanguard noch den Crimson Guard. Und dann kann man die Bot noch austauschen gegen so einen Shivas oder so. Ja, oder eine AC. Neue komische Item, das keiner kennt. Wir sind halt sehr alt. Sag ich ja, neu. Hallo, wir haben eine Oma im Spiel. Wir müssen in größeren Zeitsprüngen rechnen. Ah, okay, gut. Hast ja recht. Ja, ich weiß. Get low. Oh, oh, wird hier gesehen. Wird hier gesehen. Oh, da ist er, da ist er, da ist der Kill auf dem Get low. Schade, schade, schade. Aber ja. Get low. Get low, get low. Da konnte er nichts tun. Hätte er weglaufen sollen. Er kauft sich zu verstecken. Ja, vielleicht pushen sie jetzt. Wie sieht es mit Buyback für den Walker aus? Jupp, Buyback ist da. Aber für den T2-Tower vielleicht nicht. Und Kami ist sehr konfident da vorne drauf. Könnte jetzt einfach gecallt werden, dann kann er halt auch... Hat das Ulti aber noch? Und der ja, guck, Tidehunter steht halt oben. Ja, guck mal auf wartet das, nur drauf. Den Skill-Build von X. Scharf? Ja. Jo gut, ist halt ein Fighting-Skill-Build. Ja, aber null im Battlehanger? Keine Ahnung, null? Ja, man sieht es nicht so oft, aber ich finde es auch nicht so und Krono auf 3! Holy shit, crap. Sehr gut. Aber Kami, kriegen sie Kami tot? Der hat viele Leben. Jetzt kommt nicht der Ravage raus, aber das Schaf steht halt immer noch da. Versuch's zu choppen, dann kriegst du aber nicht hin. Und jetzt haben, glaube ich, MT overextended. Komm nicht raus, die Oma versucht zu akkutoggeln. Schafft es erfolgreich. Das Schaf ist auf dem Rückzug. Wird das Schaf wegkommen? Es sieht nicht danach aus. Und swap den Nines raus und das Schaf geht down. Das ist bitter. Mega Kill Streak. Ich weiß nicht, ob Nines, der keine Streak hat und nicht wertvoll ist und nichts hat, nicht einfach den Top of the Network X da rausgeswappt hat. Ich weiß nicht, was das für eine Oma da war, aber es war auf jeden Fall eine schlechte Aktion. Der Testsieger farmt erstmal noch ein bisschen ausgezeichnet. Ich suche gerade noch den Hero, der den Force-Stuff hat. Wow! Der Tidehunter. Okay. Wow! Doppel-Force-Stuff auf die Klippe! Oh nein! Wow! Das ist unglaublich witzig gewesen, wo beide hinterher wollten und beide auf die Klippe gekommen sind. Oh. Ob sie hier fighten wollen? Bam. Nun Trick sollte da ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, also jemand Kami da, aber Kami hat auch keinen Mana. Da muss er da auch aufpassen. Und er hat eine Mask of Madness aktiviert. Könnte jetzt natürlich was in die Fresse bekommen. Aber wollte zurückgehen und sich jetzt mal seinen Mata-Style holen. Und der Testsieger hat gefährlich wenige Items gerade. Also Item Progression ist abgelaufen, Medusa ist halt, hat ihn schon lange überholt. Und auch hinter X ist sie bald her. Also mit dem Dive in der Mitte hatten sie halt da tatsächlich ein bisschen overextended. Und jetzt wird sogar Roshan genommen. Wenn Kami Roshan bekommt, dann wird es übel. Und dann müssen sie jetzt hier Gown machen, aber sie werden komplett gesehen, sind auch nur zu dritt. X ist halt noch nicht da und ohne X, glaube ich, können sie nicht fighten, aber sie treiben New Op zurück. Medusa kann sich noch gar keinen Mantel holen. Die haben das Recipe verteuert, ich habe das ganz vergessen. Hm. Das kostet jetzt 800. Ja. Ja, die 200 Gold. Oh nein, sie smoken da. Dürfte sie jetzt haben. Gut passiert. Natürlich bitte. Und it's a trap! It's a trap! Oder? Nein, wir gehen einfach zurück. Na gut. Ohne Ravage will ich auch nicht fighten. 20 Sekunden noch. Es wäre die perfekte Setup gewesen, hier High Ground zu gehen und dann einfach Go machen. Mata-Style ist da. Auf der Medusa. Wir wissen halt nicht, wo er ist, ne? Wo sie sind. Wir haben halt keine Vision dort. Haben wir jetzt irgendwas gesehen? Nee, keine Ahnung. Und Counter-Smog. Nee? Na gut. Den Roshan müssen sie contesten. Ja. Ja, das ist zu lange, wir hätten schon lange anfangen können, schon lange machen können. Müssen jetzt B gehen. Kami farmt Engines. Get low, interessiert's aber nicht, okay. Ja, hat einen TP, okay. Hm. Könnt ihr auch irgendwie einen Sunstrike reinsetzen oder so, aber... Na gut. Kommt auch wieder. Keine Ahnung, beide Teams machen nichts gerade. Immer noch keine Vision oder sowas. Hat noch kein Ward, den sie da oben hinstellen konnten. Aber hat keine Vision. Hm. Also die Vision ist schon ganz gut, besonders halt von New Op. Ja, die komplett den Smoke gesehen, haben halt alles gewusst. Aber, Auch Halbert. Warum Smoke oder so eine Standardposition, also. Ja, da muss man nicht smoken. Da ist der Soundtrack, den ich wollte. Schöne, jetzt schöne sind jetzt kommen die Rotations direkt zum Moshpit. Ja, ja. Und können sie ihn vorhin? Ja. Sie kriegen ihn vorher. Sieht so danach aus. Nein. Schön.
rauskriegen. Schön, jetzt bringen sich beide um. Oh, und schön darüber getotcht. Und diese, oh, die Chrono, super gemacht vom Pestsieger. Patentiert. Und jetzt ist halt die Medusa da drin, aber Splitshot zerstört sie gerade. Das Schaf wird gerettet, aber holy crap. Auf dem Hintergrund haben wir noch einen Testsieger, der die Ravage tatsächlich alleine rauszieht. Aber der Testsieger kann halt auch nicht viel machen. Mensch, wir kriegen den Titan da sogar noch. Ja, der Testsieger wird dann hier sterben. Aber hat ja Aegis, ne? Wird er zweimal sterben? Ja, da muss man den Stun vielleicht nicht committen vom Breath King. Dürfte aber. Oh nein, Testsieger, was tut ihr da? Tja, hätte man jetzt einen Stun vom Breath King gehabt. Rap. Guck mal, dieser Zentaur! Er hat einen Triple-Stun gemacht da gerade und deshalb konnte er weggepinkt. Ernsthaft. Map-Hack. Ja. Map-Hack. 35, 44, das ist das Highlight wieder. Report Steam. Valve. Reports Zentaur Conqueror. Holy crap, und ich dachte schon so, warum sind die gestunt da? Was zum XC los? Richtige Entscheidung von Void da, den Buyback zu skippen. Natürlich. Brauche ja Items. Ja. Besonders halt Stifu gegen. Was auch immer. Gegen. Wrath King! Damit er. stirbt, dieser böse Support. Achso, nee, Quatsch. Ja, doch. Stifu ist ja ganz gut, weil du machst halt Bonus nämlich gegen Medusa. Mana abziehen. Ist ja. Das Go-To-Item ist gegen Medusa. Absolut. Ja. Nee, ist schon echt. Später. Absolut. Später. Naja, es bringt 2, jetzt gerade... 2,9 Gold noch auf Medusa? Es bringt jetzt gerade halt tatsächlich den Maximum Goldvorteil, den du hier holen kannst, da. Und beide laufen aneinander vorbei und sehen jetzt, oh, da ist ein Wraith King, aber sie wollen halt lieber oben. Die Leute haben, oh, schöne Chrono. Blinde Chrono. Und den Invoker geholt. Toplane ist Lich weg. Und wichtiger hier. Kill. Wichtiger Kill, schade, dass der Creep Wave so weit hinten ist, sonst könnten sie jetzt versuchen zu siegen. Aber gut für New Hope. Wenn sie das Spiel so weit raus haben, Medusa ist jetzt Top of the Net Worth. Ansonsten halt nur ein Axe. Und der Axe bringt halt gerade nicht so viel, weil die Medusa hat sich jetzt. Also Medusa ist jetzt der Core. Schaf hat doch alles, was haben will. Ja, BOTs plus X halt, ne? Ja. Denke ich auch, also BOTs sind immer gut. Na, oder halt ein Game oder gibt es so ein klassisches Go-To-Item für Axe? Ich bin ja nicht so. Na, Amor. Halt Shiva's Guard oder erzähl das nicht. Oh, dieser Call, wunderschön gemacht. Und wenn sie jetzt noch eine Chrono hätten, dann würden sie bestimmt benutzen. Aber so haben sie nichts auf Kami. Und Kami ist disconnected. Oh nein! Katastrophe! Da müssen sie auch pausieren. Ja, wir haben ein bisschen gewartet. Oh, das ist bitter. Das war genau der Go. Und dann das ist er rausgeflogen. Das ist spielentscheidend tatsächlich. Könnte spielentscheidend sein, so rum. Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist böse. Die kompletten drei Leute tot und die Medusa könnte es halt mit der Ravage halt alleine turnen, ne? Oh, das ist jetzt so das Ding. BKB dadurch halt kam auch kein Stone Gaze raus. Hm. Bestimmt 2 oder 3 Sekunden lang kein. Also war sie disconnected und es wurde nicht pausiert. Ja, sie wurde gecallt und danach hat sie nichts mehr gemacht. Konntest du halt dadurch halt auch noch nicht wissen. Aber das war halt wirklich schwierig. Weil sie hätten ja halt jetzt perfekten Re-Engage, ne? Das ist halt ein Stone Gaze und jetzt hast du halt auch Ravage, ne? Ja, halt jetzt sie sind zu zweit. Reinpicken. Sie sind zu zweit, das ist schwierig. Das ist der Lich hat gar nichts rausbekommen, schade. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein Re-Engage jetzt wird. Titaner springt halt rein mit der Ravage und dann stellt sich halt Medusa genauso hin mit dem Stone Gaze, dass sie halt irgendwie in der Ravage-Rage halt alle sie angucken. Medusa ist sehr weit weg. Ja, das ist ja das Problem. Aber hat keinen Force-Staff, das ist bitter. Gut, sie hat eine Mom, hat sie? Ja, du musst halt jetzt einfach nur go. Hat auch genug Movement-Speed eigentlich. Mit der Maß ungefähr bei 450. Mit Facebook BKB ungefähr bei Max. Sind BKB ist halt auf Cooldown, ja. Beziehungsweise ja. Gerade am Auslaufen auf dem Testsieger. Das Problem ist halt aber auch, dass wirklich alle noch da sind, ne? Das ist halt ein Zeus, der gut hinten steht. Wir müssen nee, sie versuchen. Ich lege mich jetzt mal auf fest, sie kriegen die oben den Tower und die Set of Racks sogar. Würden sie bekommen. Das ist halt die Frage, ob jetzt Kami reingeht oder nicht. Vielleicht sollte. Halt New OP sie sogar die Rex einfach nehmen lassen, dann werden sie abziehen und dann versuchen das Game zu delayen, bis Kami vielleicht das Butterfly hat. Das ist tatsächlich die bessere Idee. Denke ich auch. Eine Set of Rex down ist nicht die Welt. Die anderen beiden Lanes sind problemlos, sind weit rausgepusht.
Ja, sie haben halt recht wenig Damage, aber es könnte halt ganz gut laufen, dass halt, also besonders halt das Schaf hat mit dem Battle Berserker's Call und damit stirbt er halt nicht. Und auch der Testsieger kann sie halt, wenn sie halt gute Stunlocks bekommt, dann hält auch die Masse um Alice noch an, okay, ja. Was, wie du so wieder disconnected. Tja. Ich weiß nicht, also, ja. Wäre der falsche Call reinzugehen, das sieht eigentlich ziemlich cool aus, weil es ist eine Five Hero Ravage. Und du kannst halt mit dem Medusa rein splitshotten, aber... Ja, aber dann kriegen sie zwei Kills und danach sind die Core Sword und dann kriegen sie zwei Lanes of Rex vielleicht. Ja, wenn sie da reingehen und die Medusa verlieren, ist es halt Game, hat doch kein Buyback. Deshalb ist es, wäre es zu greedy. Es wäre cool, so mal schön zu sehen, aber nein. Und wenig Blut auf dem Boden neben X. Ja, FSK 18. Das kann nicht mal deine Oma sehen. So viel FSK hat das. Die Oma hat schon so viel Blut gesehen in diesem Spiel. Ja, natürlich. Wenn wir das Frauen sehen, mehr Blut als Männer. Oh. Was? Wow. Das stimmt. Böse, ja, klar. Invoker ist in 17 Sekunden wieder da. Was ist dann böse? Ich verstehe es nicht. Wie war das mit dem... Was wäre, wenn jeden Tag Monats... also ja, aus einem Monat bestehen würde und das ganze Jahr irgendwie 12 Mal so schnell laufen würde? Hm. Männer wären reich und Frauen... Naja. Verdienen Frauen kein Geld? Nee, ich hatte an was... an deine Anspielung gedacht. Sie würden verbluten. Ja, aber warum verdienen Männer Geld und Frauen kein Geld? Wegen dem Gehalt, Depp. Sonst haben Männer nichts. Männer sind langweilig. Was? Ist das so? Spielst du etwas auf die Wage Gap an? Hm. Ja, mehr Geld natürlich, okay, von mir aus. So. Ja. Mit der Medusa. Wieso wird Ingame nicht schon längst geschrieben und geraged und. Ja, keine Ahnung. Sind nette Teams, die absolut nicht rumragen. Okay. Weißt du doch. Toter Standard. Können wir das Video einspielen in der Zwischenzeit? Nein. Das geht bestimmt, oder? Ich habe das Wow schon gezeigt, aber ohne Ton halt, ne? Du hast es schon gezeigt? Ja, ja. Achso. Ich hab's mir angeguckt. Achso. Du musst es natürlich auf den Stream legen, natürlich. Ja, ja, ja. Wow. Wobei, ich könnte es tatsächlich. Ich könnte den Ton von den Videos ganz einfach machen, wenn du dir das Video anguckst und dann irgendwie das so laut machst, dass es über dein Mikrofon reingeht und dann. Ja, okay, ich könnte auch einfach meine Kopfhörer irgendwie ans Mikro legen und. Ja, los, mach. Aber, ja. Go. Wow. Ja, das kennen alle. Du hast es gepastet. Ja. Ja, die 5 Zuschauer machen sich bestimmt die Mühe und das. Warte, ich muss noch ein bisschen spammen. Ja, chill. Be professional, Idiot. Tja. Meanwhile, bei den Creeps. Ja. Hallo? Wie geht's bei Ihnen los? Kann ich Ihnen den Wachturm verkaufen? Nein, halt die Fresse! Das sieht schon episch aus, wenn du mal ranzoomst an die. Vor allem hier. Oh, this is Sparta. Vor allem dieser eine Dire Creep, der kurz vorm Sterben ist, weil einfach sein Schwert viel zu weit links ist, also rechts ist. Hä? How long ist das Schaf? How long almost? Sehr gut. How long? 5 cm. Ich hätte antworten sollen. Verdammt. Wow. Oh, die sehen Visibility ohne auf der Bottom Lane. Ich würde das alles reißen. Was ich immer machen wollte hier, wir haben eine, können wir uns mal das Bracket angucken? Mhm. Ach, das geht natürlich wieder nicht.
Tja, bisher hat aber auch unten Error 404 spielt gerade gegen Nui Si Lao Wei. Aber die haben auch noch nicht. Die haben auch noch nicht herausgefunden, wer der Sieger von denen ist. Ja, aber ansonsten morgen um 17 Uhr das Finale Best of 3. Und mal schauen, wer da so reinkommt. Ja, wow. Guys. Guys and girls. Please. Please talk to me. Please. GIF-Spiel. GIF. GIF. GIF-Spiel. Wie sieht es denn eigentlich sonst so aus? Was haben wir denn hier? Oh mein Gott! Main. Game lost! Game lost! Was? Roshan? No! Two-Man Shield? Ja! Oh nein! Wow! Die Oma. Fast tot und fängt an, über ihr Leben zu reden. Wow! Was? Ja, stimmt. Gut, Omas reden immer übers Leben. Ja. Stay in Character nennt man das. Character. Ja, Junge, damals, als ich noch klein war, da sind wir auf dem Feld hier immer mit dem Traktor hier gefahren. Es hat 2 Stunden gedauert, bis wir am Feld waren. Und 2 Stunden, bis wir wieder zurückgegangen sind. Hier ist ein TS coming. Ekelhaft sowas. TMI. Tja. Your kink is not my kink, but your kink is valid. Welches Team hat den schöneren Kurier? Ich weiß nicht. Hast ja 5, ne? Bisher, oh, okay. Ja, New Up hat gewonnen. Denke ich auch. Weil kann er auch nichts ich, gegen. Oh, nice. Was ist das? Leuten in Skorkins. Gut. Lieutenant Squawkins. Ist natürlich leider ein Standard-Kurier, aber trotzdem cool. Und Bunny, nee, nix. MT, one, easy. Was? Bunny? Easy. Hallo. Guck mal, der hast du so ein Sailor Moon-Diadem in der Mitte, so ein Gem. Seriously, das ist super, Bunny. Du hast das W vergessen, ja. Wow. Aber der hat eine Anker. Guck mal. Und hat Segel gesetzt. Ja, aber Segel ins Verderben, keine Ahnung. Der hat noch Segel ins Sweetness, ist es aber nicht. Das ist ein Boot. Das kann ich mit so einem flauschigen Bunny mithalten. Supports Gareth Mage Report instantly. Warum? Weil er Real Life hat? Ja. How long does it take? Ja, okay. Umflame ja, muss man jetzt nicht. Ja, weil sie sind gerade am Gewinnen irgendwie, aber. Ja, die wollen ja doch fertig werden. He drop again. No! Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, jetzt kommen gleich die ersten GG-Calls. Boah. Natürlich. Scharf macht Druck. Ja, ich guck mal in den Regeln nach. Wie sieht's denn hier aus? Mein Gott. Na, wenn ich hier die Leute flamen kann, wenn sie was Falsches tun und selber pausen kann. Ich wollte schon immer mal Spectator pausen. Bisher kam's nicht dann. Ah, failure no appear to show. Game preparations. Blah, in-game. Pause rule. Pause should be longer. Es geht weiter. 4 gegen 5. Pause should be longer than 10 minutes. Opponent has to be otherwise. Es geht weiter 4 gegen 5. Moment, to unpause. Buyback for okay, Red King Support. Okay. Das war ganz lustig, laut den Regeln, wenn jetzt der Support nicht okay go geschrieben hätte, wären halt MT jetzt raus, disqualifiziert. Weil das geht nicht. Dafür das geht nicht? Naja, einfach so ein Pausen. Die haben sich geeinigt. Also haben jetzt halt hier auch geschrieben. Gut, aktuell wird die Medusa noch von Lich gespielt. Ja. Genau. Die Frage ist, wird Lich wieder pausiert in 17 Sekunden? Bin ich sicher. Also Lich kann ich eigentlich auf beide spielen. Relativ easy. Mikro.
Mikro, ja, einfach Sidestep. Easy. Ja. Easy Dodge. Der Lich wird jetzt einfach neben der Medusa herlaufen. Und der Lich muss halt die Armor aufmachen. Das ist aber interessant. Ohne den Disconnect wäre auf jeden Fall der Tower gefallen und das Head of Rex komplett oben. Bin ich der festen Überzeugung. Und hierdurch waren sie einfach ein bisschen, ja, überwältigt, wie auch immer. Situation nicht mehr richtig eingeschätzt und... Ja. Ja, oder, das ist natürlich auch die andere Variante, der Buyback vom Support Rails King hat sie so überzeugt, dass sie Angst hatten und weggerannt sind. Das kann natürlich auch sein. Ja, waren halt nur 5, ne? Und hatten alle Ultis ab, also... Ja, okay, nee, wow. Nicht wirklich, ja. Wow. Nee, komm mal klar, Alter. Ja, ohne Scheiß. Macht immer so mehr Spaß. Be professional, my brother. Ah, oh, Kami, oh, Damage. Er geht tatsächlich im Butterfly, kein Divine. Sehr schade. Medusa, welcome back. Oh, cool. Jetzt hast du es gesehen. Tatsache. Und das ist das Beste, was ihnen passieren hätte können. Und er springt rein und die Krone auf einen, nein! Fail! Aber er kriegt den Worker drauf. Oh nein, es steht da richtig gut tatsächlich. Ziemlich gute Sache. Oh nein, Ravage im Hintergrund nur auf das Schaf. Basil wird vielleicht so noch umgehen. Chopper Chopper als erstes auf den Wraith King. Aber Medusa steht halt immer noch da. Das ist halt schon ziemlich gut. Der Testsieger lebt halt noch. Oh, schöner Call. Und Chopper Chop vom Schaf. Die Frage ist, zwei, mehr. Zwei. Nein. Zwei. Weil Chopper Chops hätten sein können. Zwei hätten sein. Ja, und Chopper Chops sind die besten. Ja, die Creep Wave, da kommt die Creep Wave und da wird der nächste Go gemacht. Buyback, ja, sieht jetzt irgendwie schlechter aus als eben. Für MT. Aber, gut, ja, erstmal zurück. Die Medusa kann halt noch disconnecten. Das ist ja ziemlich OP im Moment, war. Das war ja ziemlich eben. Aber erstmal schön zurückgehen. Warum auch immer. Die sollen was tun. Die sollen was tun. Ja, ich weiß nicht, glauben Sie, Sie haben im Late- oder Ultra-Late-Game irgendwie bessere Chancen? Also. Ja, gut, es wäre nicht der perfekte Fight, ja. Und zu 3, aber der Punkt ist halt, Stonegate ist raus, AP ist raus. So. Was soll sie noch aufhalten? Sie haben halt wirklich nichts, was sie aufhält. Die Medusa kann halt stehen und der Ex kann sie hauen. So. Wow. Wow. So, tut was. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich warten sie halt auf Chrono, ja, aber das Schaf. Oh, knapp daneben. Ist auch vorbei. Das Schaf hat jetzt ein kleines Problem. Ah, jetzt ein Trap. MT komm rein, spring rein und natürlich leider keine Krone. Aber jetzt ist er doch das Schaf. Ja, aber ich glaube, das ist ein Schaf und das Schaf chop. Tötet aber alle. Lunatex geht hier down. Chop, chop, doppelt, chop. Oh, und jetzt kommt die Krone rein und. Ja, gut, das war jetzt. Könnte ein Chop nach der Krone werden. Aber, ja, das Schaf hat hier erstmal Kami gut unter Kontrolle. Und beides Mana weg. Jetzt ist das Mana weg. Und jetzt können sie hier was machen. Der Testsieger versucht hier einen Timelock zu bekommen. Kriegt den Chopper Chop und kriegt den Timelock. Der Testsieger versucht hier wegzukommen. Der Testsieger patentiert, kommt weg. Und Kami tötet 3. Nein, doch nicht. Das Blitzschild ist nicht zu haben. Oh nein, zu früh gechoppt. Ah, oh, zu früh gechoppt. Trotzdem sehr riskant für eine Medusa, da so lange noch da zu bleiben. Ja, das kann ja mal passieren, zu früh zu choppen. Das passiert jedes Mal. Aber, schade. Aber ja, auch sehr knapp von MT, also seriously, Medusa hat dann Damage reingehauen ohne Ende. 4800 Damage in alle sind low, ne? Und jetzt kommt die Medusa mit Mass of Madness. Brumm, 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 Max Movement Speed. Easy, und die Oma stirbt. Schade, nein, da wird ein Stun. Au. Und ist es low. Die Oma stirbt. Ja. Jetzt hätte sie ihn. Ne, die Oma sollte sterben. Nein, Kami verklickt. Nein. Er wird so angepinkt ohne Ende. Too calm, too calm. Too calm, serious. Nee, too panic. Also, keine Ahnung. Er hat halt zu weit nach da geklickt und ist halt hier umgedreht. So. Oh Mann. Die arme gut, Kami. Gut, der Networth Graph zeigt. Ziemlich starke Anfänger. Ja, aber das ist ein 10.000, ne? MT. Dafür, dass es halt so weit ist. Ist halt 10.000 ist halt nicht viel, ne? Ist halt ein Teamfight im Endeffekt. Ist halt ein Teamvibe. Und MT geht's down. Warum hat eigentlich Ex immer noch kein Gem? Seriously. Vor allem, warum hat Ex 5200 Gold und immer noch keine Bots? Warum hat Ex immer noch kein Geld? Das ist doch kein Schaf, oder? Achso, doch. Oh, Entschuldigung. Oh, der Swap von Ken Touch. Das kriegt hier getouched. Und Job. Kein Chopper. Kein Job. Wie kann er es wagen? Nein, wie kann er es wagen? Nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt, ja gut, jetzt kann sie genauso wenig Highground gehen, weil
Naja, Void halt nicht da ist. Die wollten einfach ein bisschen brauchen, trotzdem sind sie da vorne und werden jetzt gecleant. Nein. Ja, du bist Tower Damage. Versucht da, okay. High Ground den Ward zu stellen, schafft es aber nicht, weil ich weiß, dass man da hingehen muss, genau. Okay. Ja, ein bisschen fällt, aber gut. Ja, ja, X hat jetzt 5700. Aber oh, schon ist ab, das sehen sie jetzt. Ja, sehen aber auch, dass hier noch ein Ward ist. Gut, er wird schnell dewardet. Nö, mit was? Ja. Sie haben nur Zeus und Zeus ist halt gerade nicht da. Sonst like, bam, diesmal nicht backtrack. Easy. Lass dir die Pumachi in Ruhe, das sind 200 Gold. Das interessiert niemanden. Das sind nachher die Gold, die fehlen. Oh, das Schaf steht da. Und blinkt weg, okay. Na gut. Sie wissen jetzt aber, dass Newkick. Das Schaf kommt. Ist da nicht weg, hallo, die kommen in Roshan rein, das Schaf ist weggegangen. Warum ist das Schaf weggegangen? Oh, die Ravage of my ground. Oh, easy, too strong. Und da kommen sie alle rein. Oh, scheiße, die alle sterben hier unten. Die Oma ist auch noch gechoppt. Das Schaf kriegt einen Chop hin und kommt jetzt hier rein. Hat tatsächlich einen Call nur auf Kami. Das ist bitter. Nein, es lebt immerhin noch, aber wie lange ist die Frage? Und da kommt die Chrono. Nein, die Chrono wird erstmal nicht benutzt. Chop. Erstmal das Chop. Testsieger versucht das jetzt so zu machen. Die kriegen sie, glaube ich, so down. Aber jetzt erstmal. Was gesagt, so und kriegt er hier das. Oh, schön, die Chrono gesetzt. Die Krone, aber leider aber trotzdem. Ja. Chopper Chop. Und das kann ich backtracken. Das Schaf guckt, dass er hier noch was irgendwas bekommt. Oh, und den Chop noch. Buyback, aber von Medusa. Und das Schaf muss jetzt abhauen. Kann jetzt blinken, blinkt auch und ist weg. Und gut. Holy da Crap. Hätte man noch überlegen können, wenn man Race King war, ob der Stun auf den richtigen erfolgt ist. Aber das lässt sich immer leicht sagen, wenn man von oben drauf guckt, anstatt aktiv zu spielen. Ja, sie mussten halt den Void schon down bekommen, weil er könnte Dinge backtracken, er könnte auch Dinge timelocken. Ist ja das Ding. Ja, nur das wäre mit einem Rechtsklick auch getan gewesen. Ja. Oder mit Backtrack einfach mit 5. Ja. Aber große Initiation hier von New Op. Und halt auch Riesenfehler vom Schaf, dass er halt einfach farm gegangen ist hier, während Roshan losgeht und werden sie halt gesehen haben mit dem Wort, dass alle zu Roshan kommen. Und Schaf farmt halt irgendwie die Lane hier, wenn sie halt da reingehen. Das ist ein großer Fehler von ihm gewesen. Das Schaf. Aber das Problem ist, er hat keine. Will sich jetzt ein Herz bauen. Hat's auch jetzt schon. Okay. Ja. Und noch knapp 3000 Gold drüber. Ja, ein Gem. Seriously. Ein Gem. Ja, Bots sie und Gem. Das ja immer gesehen. Bots und Gem, ja. Ja, gut, nee. Bots, dann ist rum. Ja, Bots. Was verkaufe ich da? Ein Crimson Guard? Weiß ich nicht. Nee, gar nicht. Nur Bots. Also eine Gem muss ja nicht mehr carry. Ich meine, das Spiel sollte eigentlich schon rum sein. Ja, Scarlet Mage kann einfach eine Gem holen, Scarlet Mage hat gerade gar nichts. Braucht auch nichts, aber. Ein Forster vielleicht, ja. Zeus hat bei Refresher. Nee, der Forster wäre es jetzt schon. Ja, braucht aber also Buyback ist halt der wichtige. Ja. Wenn sie halt jetzt wieder einen Fight verlieren und dann kommt der Icon Push, muss halt Buyback haben. Wie geht's in der Medusa? Wird ein MKB wohl werden? Oder Desperation Rapira kann natürlich auch sein. Na, Desperation bei Medusa ist so eine Sache. Also die ist jetzt 6. Das ist der also, Rapier. Das muss ein MKB also, werden. Ich weiß nicht, Mask of Madness. Kann sein. Also kann erstmal halt MKB werden. Oh, eine 3 Mana Piece. Ja, Ravage. Holy Crap, und das Bounce und das Bounce und Empty Throne Heart. Harte Throws. Und jetzt der Call in 4. Der Call in 4, bitte. Ah. Come on. Nee, das wäre Feed. Hat keinen Bock. Na, ich weiß nicht. Ja, so ja, natürlich. Das ist ja cool. Drei Stunts, zwei Stunts, zwei Slows. Ah, Backdoor Protection. Noch. Wie sieht es mit den Buybacks aus? Wir haben Buybacks auf Void nicht. Wir haben Buyback auf Zeus nicht. Okay. Ohne Buyback auf Void werden sie jetzt wahrscheinlich den Tower holen und GG gehen? Nee, da haben wir noch Angst vorm Schaf. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ah, jetzt kommt der Call hier drauf. Wo ist der Stun? Kommt Stun! Stun! Wrath King Stun! Stun kommt hier der erste. Chopper, Chop, die Oma hat ein Problem. Stun King ist jetzt da, aber wir müssen jetzt erstmal B. Wir haben jetzt auch immerhin ein bisschen Zeit gebraucht. Kann jetzt halt dann weitergehen hier. Sie dürften die komplette Set of Rex hier unten bekommen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wenn es nur eine ist, ist es trotzdem okay. Aber oh, ein Triple! Könnte ein Chop sein? Ja, gut, das bringt ja, halt leider nichts auf dem. Naja, es kommen halt einige Spins hier, aber es schafft. Oh, sogar das ist nicht committed dafür. Ja. Und das Schaf geht immer noch weiter nach vorne, das ist bitter. Die können beide kriegen, sie können beide kriegen. Das ist der Call. Ah, das ist nicht der Call. Das GG. Oh, Buyback doch von Schaf, okay. Ich weiß, muss Titan dann nur zurückgehen und. Okay. Und Schaf. War schon zu viel. Kami hat jetzt aber keinen Mana mehr, das könnte übel werden. Wird mich jetzt hier chasen.
Und Kami geht wieder rein. Okay. Die weiß, dass er tot ist. Buyback nicht vorhanden. Kriegt die Mega-Kill-Streak. Jetzt kriegen sie Kentucky's auch noch. Wie sieht's aus? Kentucky's hat Buyback. Aber Medusa in 3 Minuten nicht. Von daher wird das ein Void und ein Go. Medusa hat aber MKB und ja. Buyback. Hat keinen Buyback für 3 Minuten. Achso, ist. Dann kann sie auch direkt die Bots noch dazu kaufen, ist dann slotted. Die Frage ist, ob sie die Mask of Madness würde ich nicht verkaufen wollen, deswegen wäre sie dann 6 slotted. Ja, wenn sie ein Rapier kauft, ist das halt vom Damage her okay. Die Frage ist halt jetzt, wie viel wir bekommen hier. Also, ja, eine Lane, okay. Aber. Gut, der Invoker ist wieder da, der kann viel delayen. Ist gut. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier vielleicht einfach nicht für den Thron gehen sollten. Oh, schöner Tornado. Auf Schaf. Und, okay. Krono. Ja, das lohnt sich. Lohnt sich schon so. Bam. Was ist das für ein Spiel? Ja, bei weg. Justice Support überlebt das Ganze. Testiger muss jetzt hier. Okay, er hat BKB. Oh, und direkt Timelock. Oh Gott, okay. 2 Minuten lang kein Invoker. Ja, und immer noch 50 Sekunden keine Medusa. Aber die Zeit müssen wir doch nutzen. Wir müssen jetzt unbedingt go. Go. Ab dafür. Das hat ja, hier die Set of Rex und dann können sie auch direkt mal nach oben rotieren. Ja, geht direkt für Throne. Ja, einfach go. Throne ist da. Und das ist, ja. Da wird auf jeden Fall Throne. Der Titan ist wieder was da. Tun mit Ravage. Können. Ravage ist da, genau. Das können sie halt delayen. Sie haben aber halt nur noch Supports für Damage zu machen. Wow, sie ist rein. War nicht anscheinend die gute Möglichkeit für eine Ravage. Doch, eigentlich schon, aber gut. Oh, perfekt sogar. Erstmal damit rein. Hoffen, dass sie vielleicht ein bisschen näher zusammengehen. Jetzt die Möglichkeit, noch eine Ravage zu machen. Aber wollen sie den Tower fallen lassen? Ja, aber halt auch nicht so viel möglich. Wir versuchen halt unbedingt noch zu warten mit der Ravage für die Medusa. Und jetzt muss er, reingehen. Nee, noch nicht. Die kommen halt jetzt rein. Aber schönes BKB vom Testsieger. Der Testsieger halt wird es einfach runterhauen. Der Testsieger haut es runter. Ja, Medusa ist halt down. Ja, den Kill. Testsieger, nein, er hat... Und das Schaf kriegt den Kill. Testsieger hat nämlich noch schön das... zu lange das D-Arm drauf bekommen. Puh. Nice. Wieso sind sie unten in dem Engage nicht nach den geforsten Buybacks zurückgerannt? Lange da geblieben, Triple Kill noch auf dem X bekommen. Ein Schaf, ja. Was ein Spiel gewinnt. In 50 Minuten. Was ist da los? Ja, Ex-MVP. Definitiv. Aber auch der Testsieger hat am Anfang gut gespielt. Er ist ja 2-3 Kronos nicht so gut getroffen, aber das ist nicht so wichtig. Testsieger auch die Oma X. War gut. Ja, die Oma war gut. Mein Lieblingssupport. Ein bisschen enttäuscht. Tja. Der Lichpick hat nicht so viel gebracht, ne? Nee, hat fast gar nichts gebracht. Der Lion war aber auch, glaube ich, raus. Der war gebannt. Kann sein, ja, stimmt, glaube ich schon. Tja, was ein Team. Maximum Tarts kommen ins Finale. Morgen 17 Uhr in der ESL Road to Frankfurt Qualifiers 2. Es geht um 100 Punkte. Wer die meisten, oder die 20 Teams, die meisten Punkte haben, kommen weiter. Wie das traditionell so ist, ist es so, dass wenn ein Team gewinnt oder Zweiter wird, dass sie dann schon genug Punkte haben, um in den Gruppenstage weiterzukommen. Und dann, ja, dann geht's in die Gruppenphase, wo 20 Teams halt gegeneinander battlen, 8 Besten kommen weiter und dann Playoffs, wo es um 5 Karten zu ESL 1 geht. Wow. Wow. Nein, etwas. Gut. Da dann war's das von uns heute. Wir gehen jetzt zocken. Und wenn Luca hier aufhört, schönes Artisi Chat Copy-Paste zu benutzen, dann geht's auch hier weiter. Nicht. Ja. Schönen Abend noch. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss, Felix. Tschüss.